So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Wir folgen diesem Schlauch, wie Sully schon im letzten Part gesagt hat, müssen wir das tun. Und wir sind schon in... Da vorne muss das Lager sein. Kapitel 4, die Ausgrabungsstätte. Gut, dann gehen wir doch mal zum Lager, oder? Okay, alles klar. Warte, warte, nur... eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten! Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Bald. Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Die Wachen sehe ich auch, lieber Sam. Okay, Kleiner. Showtime! So, den ersten haben wir... ausgeschaltet. Jetzt fehlen da aber noch einige. Los, ins Gewehr. So. Er zahlt nicht genug für diesen Mist. Klappe, okay? Dein Gejammer nervt. Finde ich auch. Man sollte mit dem zufrieden sein, mit das man hat. So. Hier noch ein paar Waffen nehmen und... ja, hier die Waffe und so. Wo ist der nächste, den wir ausschalten können? Erst dort hinten, okay. Wir warten erstmal ein bisschen ab, bis er sich wieder wegdreht. Dreh dich weg. Also, dreh dich mal weg. Schau mal dort hinten, ein fliegender Elefant. Und er ist noch pink und hat goldene Eier, die ihm aus dem Hintern schießen. Okay. Er will sich wohl nicht wegdrehen, oder? Moment, sieht er uns? Stehen bleiben! Ja, er sieht uns natürlich. Was für eine Frage. So, ist aber nicht so schlimm. Schließlich ist er tot. Ach, komm. So, genauso wie sein Freund hier. Der ist auch tot und damit haben wir, glaube ich, alle Wachen hier erledigt. So, holen wir uns noch seine Waffe. Und hier müsste doch irgendwo, genau hier, so, ein Schatz sein. Den holen wir uns. Den haben wir jetzt und jetzt haben wir den Schatz und wir sind ein Nachwuchsschatzsucher. Das ist doch wundervoll. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder?
Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh Mist. Ruf alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Anaki. Wie praktisch. Aufwärmen. So, jetzt müssen wir wohl nach Shambhala, beziehungsweise erstmal Shambhala finden, wo... Ja, ja. Okay, okay, ja, ich weiß. So, zack. Super toll. Also, wir müssen... Oh, ja, ist ja gut. Wir müssen Shambhala finden und, hier haben wir ganz viele Granaten, wie ihr seht. So, komm, noch eine. Tot. Sehr schön. Sie kommen von links. Wo links? Ach da, ich sehe sie schon. Zack. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Was noch immer? Jetzt bist du tot. So, du bist auch bald tot. Und du auch bald. Komm jetzt, stirb endlich. Also stirb jetzt endlich. So. Jetzt bist du tot. Ja, ich sehe sie ja schon. Kümmere dich auch um ein paar Sully. Los, mach etwas. Sully, sei... Sei nicht so faul. Ich dachte, er will mir Rückendeckung geben, aber dabei macht er eigentlich gar nichts. So, erstmal auf die Seite gehen, damit Dings die Granate uns nicht trifft. So. Hier ist noch eine. Sehr schön. Er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Nein, hier ist links noch eine Sully. Und jetzt kommen sie von rechts. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie denn? Ich sehe rechts keinen. Ah, dort. Okay. So, triff ich sie von hier? Nein. Doch, oder? Ja, ich habe ihn getroffen. Komm. Fast keine Munition mehr. Was haben sie sich selbst in die Luft gesprengt? Das finde ich toll. Der ist auch tot. Und habe keine Munition. Was? Wieso sprengt sich die ganze Zeit selbst in die Luft? Ist da irgendwer? Ja. Jagt ihn raus! Sully, ah, sehr schön, Sully, geht doch. Er hat den abgeknallt. Gut gemacht, Sully. So, jetzt. Ich höre die Leute, aber ich sehe sie nicht. Das ist natürlich ein Problem. Dort ist er, okay. Oh, toll. Zack, 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 zack. Ich komm von der Seite. Ah, ich sehe es ja, Sully. Gut, danke, Sully. Also Sully ist sogar wirklich nützlich hier in dieser Situation, muss man mal sagen. Normalerweise steht er nur unnütz rum und labert dahin, aber er hat bis jetzt schon zwei Gegner ausgeschaltet. So. Sie kommen näher! Ja, Sully, ich helfe dir auch ein bisschen. Aber Sully hat ein Scharfschützengewehr und wir nur so eine dreckige kleine Pistole. Also wer sollte da die Gegner schneller ausschalten können? Wir oder er? Natürlich wir. Ach, okay, er hat ihn ausgeschaltet. Da sind zu viele! Wo? Ach, dort. Ach so, wir müssen Sully jetzt helfen. Sag das doch. So, komm. Stirb. Los geht's. Okay. So. Komm. Ich, Kleiner, willst du mich umbringen? Nee, ich hab's dir ja geholfen, Sully. Auf deine Deckung. Ich helfe dir von hier aus. Okay, okay. Ich habe fast keine Munition mehr, aber ist okay. Ist okay, Sully. So, werfen wir mal ein paar Granaten hier irgendwo wild herum. Vielleicht treffen wir ja irgendwen. Wäre ganz toll. So. Und hier noch ein paar Granaten nehmen. Und zack, zack, zack. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Wie gefällt dir das? Achtung!
Mir gefällt's ganz gut und euch, wie gefällt's so? Oh, komm, zu viele Gegner. Und keine Granaten mehr hier. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier einen unendlichen Vorrat an Granaten. Sieht aber nicht danach aus. Komm her. Zack, sehr schön. Und wir haben wieder ein bisschen Munition. Das ist ganz fein. Hier ist noch einer. Komm, hau ab. Achtung! Und hier ist auch gleich nochmal einer. Aber ich habe die Granate eigentlich umsonst verschwendet, weil ich dachte wirklich, ich hätte hier einen unendlichen Vorrat an Granaten. Sieht aber nicht danach aus. Mist! Ja, wirklich Mist. Was ist jetzt passiert? Mist! Ach so. Hilf mir! Jag den Turm in die Luft! Mach es doch gleich, Sally. Okay, so. Sally. Zack. Und hab's getroffen. Nee, natürlich nicht. Gut, noch eine. Wie ist das? Noch immer nicht getroffen? Jag ihn raus! Ja, ich will eine Granate reinschießen. So. Habe ich jetzt getroffen? Nee, noch immer nicht. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen näher rangehen, damit ich treffen kann. Komm her. Du bist tot. Ja, Sally, gib mir ein bisschen Rückendeckung vielleicht. Okay, ich gehe so näher ran. Und jetzt. So, komm. Der trifft ab. Ausgezeichnet ist das. Okay, hier ist noch einer. Komm her. Komm einfach her. Keine Munition mehr. Ich auch nicht. Obwohl doch, ich habe wieder Munition. Ah, hier ist ein. Ah, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Aber das ist nur der liebe Sally, der uns ja doch ein bisschen geholfen hat. Hier entlang. Gut, jetzt sollten wir mal wieder Chloe treffen, oder? Wir haben sie ja schon lange nicht mehr gesehen und ich habe sie schon ganz arg doll vermisst. Ist hier der richtige Weg, oder? Ich hoffe mal, dass das der richtige Weg ist. Sonst ist es nicht ganz so toll. Ah, hierauf. Hierauf und ich glaube, oh, ich gehe... Sally, sieh dir die Steine an. Jetzt läuft die Sache. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich gehe wieder zurück, aber es ist der richtige Weg. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Ja, wir gehen mal rein. Aber schon seltsam, dass... Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Schon seltsam, wollte ich hier sagen. Hier runter. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sauer. Ich wollte eigentlich... Wir haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Ich wollte sagen, schon seltsam, dass Lazarevichs Leute diesen Ort nicht gefunden haben. Aber ich kann nie wirklich richtig aussprechen, da sie mich immer unterbrechen. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay, finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Folge dem Blut, lieber Drake. Ja, hier auf jeden Fall nicht lang. Okay, wo ist die Blutspur hin? Hier lang. Und hier lang. Und wieder hier. Hä, die Blutspur führt doch... Hier ist Blut, okay.
Ich führe hier hin. Irgendwie rauf da? Nee. Hier hin? Nee. Okay, Moment. Wir folgen mal hier dem Blut. Oder kommen wir hierher? Von hier her? Nee. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. Na, dann drücken wir eben. Ich hab mir wehgetan. Oh, willst du ein Bussi-Bussi auf dein Aua-Aua, lieber Sully? Willst du? Oder willst du ein bisschen Feuer? Los, hier in dem Feuer. In die Wunde. Los, in die Wunde. In die Wunde. Nee, okay. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Dann erkunden wir weiterhin diese Höhle oder was auch immer das ist. Also bis dann, Leute. Schönen Tag noch. Und tschüss.